zusammen und herzlich willkommen zurück zu Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Ja, beim letzten Mal hatte ich hier aufgehört und wollte eigentlich... Bla bla bla. Aha, war ich hier nicht schon drin? Hier war ich doch eigentlich schon drin. Na, ist egal. Hallo Mora! Hallo Mora! Hallo Mora! Wow, so viele Kesselkuchen, holy shit. Elasto! Okay. Ja, wahrscheinlich hat das Spiel das Ganze nicht mehr anerkannt. Aber ist egal. Ich wollte jetzt, glaube ich, zu Rons Prüfung gehen. Und schon einmal anfangen, hier die ganzen Porträts abzuklappern. Yay. Ich bin mir gerade... Na also, da wären wir. Shit. Fertig für die Abschlussprüfung, Ron? Sehe ich nicht ein wenig fiebrig aus? Netter Versuch, Ron. Harry und ich treffen dich danach deinen Prüfungen draußen im Hof. Okay, das wollte ich eigentlich Tschüss. Noch nicht. Tschüss, nett euch gekannt zu haben. Ja, ist egal, machen wir halt seine Prüfung. Warum auch nicht? Ah, das ich natürlich da bist du ja, Ron. Timer bereit vergessen. Für deine Abschlussprüfung? Naja, eigentlich. Dann los, beginnen wir. Verdammt, ich muss gleich meinen Timer holen. Ich muss dich warnen, Ron. Diese Prüfung ist ziemlich schwierig und auch nicht ungefährlich. Gefährlich? Um die Bestnote zu erhalten, musst du alle 5 Aufgabenschilde sammeln. Auf geht's, Ron. Viel Glück. Jawohl, auf geht's. Und wie gesagt, ich muss mir kurz meinen Timer holen. Kleinen Moment. Muss ich einmal kurz durch den Raum laufen. Yay. So, in meinem Zimmer ist momentan ziemlich wenig Platz. Einfach weil alles zugestellt ist mit Umzugskartons. Ich bin immer noch mitten im Umzug, wie ihr euch vielleicht denken könnt. Und jetzt wollte ich meinen Timer stellen. Es ploppt immer so lustig, wenn ich mein Handy stelle. Okay, starten. 2 Minuten ungefähr abziehen. Dann passt das. So, dann fangen wir doch mal mit der Prüfung an. Ja. Das ist immer ein bisschen hart, was die hier den Schülern zumuten. Diese Todesprüfungen hier. Okay, alle 5 Aufgabenschilde sammeln. Waren es nicht sonst mal 10? Jetzt sind es 5, ist egal. Carpus in Kräftum! Hui, na toll, jetzt darf ich erstmal rumhängen. Ja. Da komme ich noch nicht ran. An den da komme ich aber auch mit. Carpus in Kräftum! Nein, das ist gerade weg. Och Mist. Ja, okay. Ich hoffe, ich schaffe diese Prüfung in einem Part. Und, da, hier, da, gib mir. Nein, gib mir, nein! Ach, verdammt, noch eins. Jetzt ist sie auch gerade wieder weg. Die doofen Plattformen wollen nie so wie ich. Ich hab doch nicht so viel Zeit, Mann. Okay, jetzt bin ich zumindest schon mal hier oben. Und hier vorne geht's weiter. Oh, noch weiter hoch. Ich finde das nicht schwierig, ich finde das eher so ein bisschen nervig. Da geht's doch auch noch hoch, oder? Okay, offensichtlich nicht. Ah, hier, hier geht's rein. Hier geht's rein. Nein, hier geht's rein. Nein! Ach, shit. Oh, ah, okay. Hallo, Aurora! Sehr gut. Muss ich nur gucken, dass ich wieder den richtigen Moment erwische, um rauszugehen. Oh Gott, das ist wirklich verdammt gefährlich. Scheiße. Ach, hier oben geht's weiter. Carpus in Kräftum. Oder? Ist das richtig? Oder komme ich hier gerade her? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß es nicht. Carpus in Kräftum. Okay, und jetzt? Jetzt geht's hier weiter. Carpus in Kräftum. Oder komme ich daher? Ich hab das Gefühl, ich komme hierher. Ja, ich komme doch hierher. Wie dumm ich bin. Nein. Scheiße. Ach, Mist. Oder muss ich hier längs? Nee, offensichtlich nicht. Ich bin verwirrt. Carpus in Kräftum. Scheiße, jetzt komme ich da nicht mehr rüber. Okay, einfach runterspringen. Yay! Okay, wo muss ich jetzt hin?
Wo muss ich hin? Dahin? Hä? Ich weiß nicht, wo es weitergeht. Ach, da muss ich ziehen. Bingo. Und wie komme ich da jetzt hin? Das ist jetzt die Quizfrage. Hm. So, damit? Eventuell. Oh, einmal um die Ecke fliegen, ja. Ich glaube. Einen weiter unten habe ich gerade diese Tür gesehen. Ja, da unten ist sie. Na toll. Okay, ich hoffe, das klappt. Natürlich nicht. Okay, das könnte doch ein bisschen länger dauern als erwartet. Ich gehe mal davon aus, dass ich hier für länger als einen Tag brauche. Wo ist die Glocke? Glocke. Hä? Sie ist weg. Ach so, es ist schon offen. Okay. Da komme ich nicht ran. Da komme ich ran. Aloha. So, und jetzt einmal rund. Und dann geht's hier irgendwo rein, hoffe ich. Yep. Und nü? Geht's trotzdem nirgendwo weiter. Doch, da geht's jetzt weiter. Komm hier aber nicht ran. Oh, shit. Okay, ja, ich sollte ein bisschen auf meine Umgebung achten. Nein, ich komm nicht ran. Und da geht's wahrscheinlich auch wieder zurück. Oh Mann. So, jetzt bin ich einmal ganz oben. Und was bringt mir was? Gar nichts. Vielleicht, dass ich da rankomme. Doch, natürlich, dass ich da rankomme. Und wieder bin ich da, wo ich nicht hin muss. Ach, verdammt nochmal. Doch, ich muss hier weiter. Ich bin beim letzten Mal runtergesprungen, obwohl ich es gar nicht gemusst hätte. Hä? Ach, da geht's auch wieder rein, Manu. Ach. Um Himmels Willen, dieses Spiel verwirrt mich. Hä? Jetzt bin ich erst recht verwirrt. Die wollen mich doch veräppeln hier. Irgendwie bin ich, glaube ich, noch nicht ganz wach. Ich komme da doch gar nicht ran. Wie soll das denn funktionieren, Mann? Da. Die kommen doch viel zu spät hier vorbei. Manno. Muss ich das versuchen, so schnell zu schaffen? Nein, das schaffe ich nicht. Das dauert viel zu lange. Das ergibt keinen Sinn. Da komme ich doch eh nicht rein. Ich verstehe das nicht. Was muss ich denn hier tun? Ich springe jetzt einfach wieder hier runter. Einfach weil ich nicht weiß, was ich tun muss. Ich muss noch ganz oben und dann darüber. Oder muss ich hier rüber? Hier kann ich gar nicht mehr rüber. Geht's hier weiter? Nein, da komme ich auch gerade her. Ich muss auf jeden Fall hoch. Gut, so weit bin ich. Au! Mann, das tut doch weh. Nein, nein, falsch. Das ist falsch. Das zu dem. Nein. Zu. Hä? Zu dem muss ich. So, und jetzt zu dem. Und dann geht's eigentlich da hinten weiter. Eigentlich. Ich bin gerade irgendwie zu blöd für das Spiel. Manu. Es muss doch hier irgendwie weitergehen, Mann. Oder kann ich hier wieder in irgendeiner Glocke ziehen?
springe jetzt einfach hier runter. Siehst du? Hat funktioniert. Ich habe keine Ahnung. Irgendwie hatte das Spiel, glaube ich, gerade einen Fehler. Das hat ja so nichts gebracht. So. Ja. Ich lasse mich einfach einmal rumziehen. Ich hoffe, das funktioniert. Ja, aber es bringt mir nichts. Weil ich hier nicht weiterkomme, toll. Egal, komm, nimm mich wieder mit. Ja, habe ich irgendwas, worüber ich quatschen möchte? Ich weiß es gerade gar nicht. Von möchte kann, glaube ich, nicht unbedingt die Rede sein, aber... Das war total blöd. Vergesst, was ich gerade gesagt habe. Ich bin irgendwie noch nicht so ganz da. Das Problem ist auch einfach, dass ich momentan ziemlich im Stress bin. Ich habe mit diesem Vorproduzieren eigentlich noch nie wirklich was am Hut gehabt, aber jetzt ist es so... Ja, ich weiß nicht. Eigentlich ist das schon ziemlich stressig, deswegen... Ich glaube, ich würde... Ich habe ja schon mal darüber geredet, dass ich eigentlich kein Vollzeit-YouTuber sein wollen würde. Und mittlerweile bin ich mir da sogar ziemlich sicher. Einfach weil... Ich hatte ja gesagt, dass ich mir damit quasi mein Hobby nicht kaputt machen will. Das stimmt auch. Weil es ja eigentlich auch ein Hobby von mir ist. Gott, wie die einfach mal rumschreien. Das ist so schrecklich. Hallo, Humora. Elasto. Ich habe natürlich auch das eine oder andere andere Hobby, aber das hier ist so, ich sag mal, eine der großen Hauptbeschäftigungen für mich. Und zack. Und zack. Wenn ich jetzt hier runterfalle, dann hau ich euch. Ich will hier nicht runterfallen. Oh mein Gott. Hä? Oh, hi. Wo rennst du hin? Der will raus. Komm schon. Ach, schade, das war's. Okay. Gut, hier kriege ich jetzt dieses eine Wappen da oben. So. Das hatte ich schon mal. Hätte ich schon mal so. Ich glaube, wenn der Part erscheint, müsste Weihnachten eigentlich schon längst vorbei sein. Moment mal. Jetzt habe ich aber das andere Wappen vergessen. Ich dachte, ich käme da nochmal runter. Was für ein Bullshit. Nimm mich mit. Okay, ich muss das andere Wappen noch einsammeln. Das habe ich jetzt vergessen. Wie gesagt, Weihnachten müsste jetzt eigentlich schon längst vorbei sein. Was habt ihr denn so zu Weihnachten bekommen? Wenn euch das keine zu persönliche Frage ist, natürlich nur. Dann würde mich das mal sehr interessieren. Habt ihr bitte wirklich das bekommen, was ihr euch gewünscht habt? Oder hättet ihr euch vielleicht auch was anderes gewünscht? Ich persönlich kann das leider noch nicht sagen, weil momentan leider noch kein Weihnachten ist. Ich kann euch aber eventuell schon mal sagen, was ich für meine Familie als Geschenk besorgt habe. Beziehungsweise, da ich dieses Jahr keine Zeit hatte, mir irgendwelche Geschenke, irgendwelche Geschenke zu kaufen, habe ich die meisten übers Internet bestellt. Mein Bruder hat etwas von mir bekommen, was eigentlich von mir gehörte. Das Problem ist aber, dass ich es nicht mehr benutzen kann. Ich hatte mir extra ein Rocket-Headset besorgt. Oh, ja, okay, das sind ganz schön viele. Und das Problem bei diesem Rocket-Headset war, dass ich es ja nicht in Verbindung mit dem Mikrofon benutzen konnte. Weil es dann diesen ganz fiesen Piepston immer gab. Weil
Ich gehe davon aus, dass es daran begründet ist, dass ich halt dann zwei Mikrofone quasi gehabt hätte und sich die halt nicht vertragen hätte. Also an einem Headset ist ja natürlich auch ein Mikrofon dran. Und das hat sich halt nicht mit dem Mikrofon vertragen, was ich mir halt zum Aufnehmen geholt hatte. Oh mein Gott. Okay, und deshalb konnte ich es leider nicht wirklich benutzen. Ich hatte das... Es war relativ teuer, weil halt Rocket und so. Allerdings... ja, hat es mir wie gesagt nicht wirklich viel gebracht und mein Bruder ist halt ein unheimlicher, ja ich sag mal Fan von Rocket-Produkten. Er hat mittlerweile schon eine Tastatur von denen, er hat eine Maus von denen und irgendwie, ja, dachte ich mir, kann er das Headset mit Sicherheit gebrauchen. Werde ich ihm das zu Weihnachten schenken? Das wollte er sowieso sehr gerne schon haben. Ich wollte es eigentlich ungern hergeben, ohne dass ich halt was dafür bekomme, weil es halt so schwer teuer war. Aber jetzt ist mir das auch irgendwie Wurst. Mein Gott, wie oft können wir den denn anziehen? Okay, den hinten kann ich schon mal nicht mehr. Den hier auch nicht mehr. Den hier auch nicht mehr. Gut, das war's dann. So. Ja, viel mehr habe ich eigentlich nicht, die ich beschenken kann. Mein Vater... Für den ist mir noch nicht wirklich was eingefallen, aber er hat früher immer sehr, sehr gerne Anno 1602 Königsedition gespielt. Das Spiel ist übrigens auch ein richtig geniales Spiel. Ich spiele das auch unheimlich gerne. Und deswegen habe ich mir überlegt, werde ich ihm das auf jeden Fall holen, weil er das im Moment leider nicht mehr da hat. Meine Mutter und mein Mitbewohner bekommen mehr oder weniger dasselbe. Hallo Homora! Hallo Homora! Ich habe... Impulso! Geh auf. Ich weiß, dass du jetzt aufgehst. Geh auf, dankeschön. Ich habe über eine YouTuberin namens Bella Ju, hallo Homora! Die sehr viele Cosplay-Videos macht. Hallo Homora! Ich kann euch die gerne mal unten in die Beschreibung verlinken, falls es euch interessiert. Ich finde sie sehr sympathisch. Über sie habe ich eine Internetseite entdeckt, die sich Wunschkeks nennt. Sie hat so ein Video gemacht, wo sie erklärt, also so Geschenktipps gibt. Was könnte man seinem Freund schenken? So. Ich habe jetzt nun mal keinen Freund, ich habe nur einen Mitbewohner und meine Familie halt. Und demnach habe ich das halt dafür genommen. Ich fand aber die Idee, auch diese mit dem Wunschkeks, ganz cool. Das ist eine Seite, die kann ich euch auch gerne, die poste ich euch mal unten in die Videobeschreibung. Impulso! Da kann man Capere Tractum! Sich ganz individuelle Glückskekse anfertigen lassen. Und zwar mit einer ganz eigenen Botschaft da drin. Du kannst, also ihr könnt quasi eure Botschaft in diese Glückskekse einbacken lassen. Capere Tractum. Ihr gebt dann halt auf dieser Seite vorher einen Text ein, gebt die Art ein, wie der Text aussehen soll. Ihr könnt also Farbe, Schriftart und alles könnt ihr selber bestimmen. Und Rictus Sempra! Rictus Sempra! Oh mein Gott! Rictus Sempra! Eine scheiß laufende Top-Skelette, ey. Impulso! Impulso! So, jetzt aber. Was hat das jetzt gebracht? Keine Ahnung, ist egal. Elasto! Bingo. Capere Tractum! Also, wie gesagt, ihr könnt Schriftart, Schriftfarbe, Schriftgröße, Text natürlich, könnt ihr alles selber bestimmen. Und... Dann, ich glaube, das kostet 1,50 Euro oder 2 Euro pro Keks. Den könnt ihr euch dann zuschicken lassen. Ihr könnt dann noch extra so Geschenkverpackungen mitwählen. Ich habe dann zum Beispiel, es gibt da so kleine Boxen, wo jeweils ein Keks reinpasst. Und
Variante habe ich mir halt noch zwei dazu bestellt, weil ich finde das halt sehr schön. Dann müsst ihr noch extra euch noch Gedanken um die Verpackung der Kekse machen. Ihr könnt auch, wenn ihr mehrere Kekse bestellt, wie ich jetzt zum Beispiel, könnt ihr die auch kennzeichnen lassen. Sodass ihr seht ja nicht, welche Texte in den Keksen drin sind. Und dann könnt ihr die auf jeden Fall nicht verwechseln. Das finde ich sehr, sehr cool. So. Poke. Oh shit, das war's schon. Okay, ich hab's doch in dem Part geschafft. Lupin sagt gar nichts dazu. Fantastisch, Ron. Eine Bestnote. Du hast wahrlich den Carpe-Retractum-Zauber gemeistert. Danke, danke. Danke, Professor Lupin. Yeah, 100%, Baby. Okay, nochmal versuchen werde ich das auf jeden Fall nicht. Mal kurz gucken, ich hoffe, du hast deine Abschlussprüfung gut vorbereitet. Keine Frage, Professor McGonagall. Dank des Zeitumkehrers, den ich von Ihnen bekommen habe. Diese Übung könnte etwas herausfordernder sein als die bisherigen. Sammle alle 5 Aufgabenschilde, um deine Prüfung mit Bestnote abzuschließen. Fang an. Ja, definitiv nicht. Denn ich werde diesen Part jetzt an der Stelle beenden. Also wie gesagt, diese Wunschkeksseite, die werde ich euch unten mal in die Videobeschreibung posten, genau, reinpacken jedenfalls. Schaut da gerne mal rein, da sind auch immer wichtige Links drin. Nicht vergessen. Und ja, ich fand das eine sehr, sehr süße Geschenkidee. Ich habe dann für meine Mutter, habe ich extra einen gemacht und für meinen Mitbewohner. Da ist dann jeweils so eine kleine individuelle Nachricht drin und halt so eine Art Gutschein. Und ja, es ist einfach mal was Neues. Und es ist halt auch was sehr Individuelles. Und ich fand es einfach schön und ich hoffe, es wird Ihnen gefallen. Schreibt doch mal, was ihr so verschenkt habt zu Weihnachten. Würde mich mal interessieren. Wie gesagt, wenn es euch nicht zu persönlich ist. Wenn ihr es nicht schreiben wollt, dann lasst es natürlich. Aber ihr dürft mir auch gerne immer Feedback dalassen unten in den Kommentaren. Das würde mich auf jeden Fall auch sehr freuen. Und wenn es euch gefallen hat, könnt ihr auch gerne einen Daumen rauf dalassen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part. Bis dahin, ciao!